Ja, an welcher Stelle stehen wir jetzt? Wir haben uns mit unterschiedlichen Sprachen oder Sprachtypen befasst und mit unter anderem mit Automaten, die erkennen oder die entscheiden, mit deren Hilfe man entscheiden kann, ob ein Wort in einer Sprache eines bestimmten Sprachtyps ist oder nicht. Also nehmen wir nur mal die regulären Sprachen her. Da haben wir die deterministischen und nicht deterministischen endlichen Automaten kennengelernt. Und ja, mit Hilfe dieser Automaten kann man für eine gegebene reguläre Sprache entscheiden, ob denn ein Wort in dieser Sprache drin ist oder nicht. Ja, also ich habe eine reguläre Sprache, dann bastle ich dazu einen deterministischen Automaten. Den gibt es immer, ja, und mit dessen Hilfe kann ich dann ja, entscheiden, ob das Wort ob ein gegebenes Wort in der Sprache ist oder nicht. Genauso haben wir gesehen für die kontextfreien Sprachen, dass da Kellerautomaten das passende Automatenmodell sind, um einen Mechanismus zu haben, mit dem man entscheiden kann, ob ein Wort in einer gegebenen kontextfreien Sprache ist oder nicht. Ne, wir haben auch gesehen, es gibt kontextfreie Sprachen, die eben nicht. Also gerade die nicht regulären kontextfreien Sprachen, das sind diejenigen, die man nicht mit deterministischen endlichen Automaten entscheiden kann. Also dazu braucht man dann Kellerautomaten. Man braucht ein Gedächtnis. Ne? Da haben wir das Gedächtnis eingeführt. So. Jetzt gibt es aber natürlich noch weitere Sprachtypen, nämlich die Typ 1 und die Typ 0 Sprachen, also die kontextsensitiven Sprachen und dann die Typ 0 Sprachen, die letztlich alle Sprachen sind. Ne? Diese Sprachen sind nicht mit Kellerautomaten ja, akzeptierbar. Und man braucht nun eine Maschine oder ein Automatenmodell, das noch leistungsfähiger ist als die Kellerautomaten, intuitiv gesprochen. Und da gibt es ein Automatenmodell in der theoretischen Informatik, das eine ganz große Bedeutung hat, auch hinsichtlich der Berechenbarkeitstheorie. Und das nennt man, oder diese Maschine nennt man Turing-Maschine. Ich schreibe den Begriff mal hier hin. Turing-Maschine. So. Was ist das Besondere an Turing-Maschinen? Da werden wir uns jetzt eine Zeit lang mit befassen. Aber vielleicht schon mal vorweggenommen. Turing-Maschinen sind ein ganz einfaches, letztlich mathematisches Modell für eine Maschine, einen Automaten. Den man programmieren kann, wenn man so will. Ja, also man kann ein Turing-Programm festlegen und man kann eine Turing-Maschine programmieren. Und ja, intuitiv gesprochen gibt es keine oder kann man jede berechenbare Funktion, eine Funktion, von der man sich vorstellen kann, dass man die berechnen kann, ja, kann man die mit einer Turing-Maschine berechnen, umgedreht. Also es hat noch keiner berechenbare Funktionen gefunden, die nicht mit Turing-Maschinen berechenbar sind. Das ist natürlich irgendwie auch, was soll ich sagen, ein bisschen intuitive Geschichte. Ne? Was ist denn eine berechenbare Funktion? Ne? Naja, es gibt einfach kein leistungsfähigeres Berechnungsmodell, zumindest hat das jetzt noch niemand entwickelt, ja, als das, als oder als das, das letztlich äquivalent ist zu dem der Turing-Maschine. Ne? Also man geht heute davon aus oder man hat sich darauf geeinigt, dass Turing-Berechenbarkeit äquivalent ist zu ja, überhaupt Berechenbarkeit. So. Das heißt, wenn ich eine Funktion habe, also beispielsweise ich habe die Funktion f von x gleich x Quadrat, ne, eine Funktion, die zu einem gegebenen x dessen Quadrat berechnet, dann kann ich dafür eine Turing-Maschine formulieren. Ja, wenn die Funktion ist offensichtlich berechenbar, also ist sie auch Turing berechenbar und umgedreht. Okay. So. Jetzt führe ich aber mal kurz die Turing-Maschinen ein und zeig mal, wie die aufgebaut sind. Ne? So eine Turing-Maschine, die hat ein unendlich langes Band. Ein unendlich langes Eingabeband. Ja, ich mache das hier mal so ganz lang, das Eingabeband, um zu zeigen, dass es unendlich lang ist. Eingabeband ist eigentlich nicht der richtige Begriff. Sie hat ein Band, ja, und da kann man Zeichen lesen von und schreiben. Ja? Also man hat Lese-Schreibzugriff auf dieses Band und es ist unendlich lang, also potenziell unendlich lang. Ne? Man bewegt sich natürlich immer im Rahmen einer Berechnung in einem unendlichen. Zu einem bestimmten Zeitpunkt hat man nur endlich viele Felder bearbeitet, aber es ist potenziell unendlich lang. So, jetzt zeige ich hier mal, das Band hat hier so Stellen, da kann man
Eingabezeichen draufschreiben. Ne? Also ich könnte mir hier zum Beispiel, ich sag mal, das Eingabewort Hallo draufschreiben. Ne? So. Und dann könnte die Maschine mit diesem Eingabewort was machen. Und zwar hat die Maschine eine bestimmte Position, die zeige ich jetzt hier mal mit so einem Pfeilchen an, und einen Zustand. Nennen wir den jetzt hier mal Z0, Zustand Z0, okay. Und dann schreibe ich jetzt mal woanders hin, mache ich mal hier lieber hier rüber, so, Zustand Z0. Ja, sie befindet sich in einem bestimmten Zustand und der Leseschreibkopf, der befindet sich an einer bestimmten Position, dann kann sie das Zeichen lesen, kann dann ein neues Zeichen draufschreiben, ja, oder das alte wieder draufschreiben letztlich, wenn es unverändert bleiben soll, aber man schreibt wieder ein Zeichen drauf und kann dann den Zeiger oder die Position eins nach links bewegen, eins nach rechts bewegen oder an der entsprechenden Stelle bleiben. Ich kann mich also hier beliebig nach links oder rechts bewegen, ne, und kann schreiben. Also ich könnte jetzt hier beispielsweise Folgendes machen, machen wir es mal weg. Ich wandle den kleinen Buchstaben in einen Großbuchstaben um und gehe eins nach rechts. Im nächsten Schritt wandle ich den kleinen Buchstaben in einen Großbuchstaben um und gehe eins nach rechts und so weiter und so weiter. Oder ich kann auch nach links gehen, wenn ich das für richtig halte. Ja? So, warum ist das Ding jetzt mächtiger als ein Kellerautomat? Naja, ein Kellerautomat kann nur das oberste Zeichen im Speicher lesen. Ja? Hier haben wir letztlich beliebigen Zugriff auf jedes Zeichen im Speicher. Okay. So, wir basteln mal eine einfache Turing-Maschine. Jetzt, wir brauchen jetzt hier keine formale Definition, okay, sondern wir gehen jetzt mal auf eine mehr oder weniger intuitive Definition von Turing-Maschinen raus. Und hier, Leute, das ist mal ein Beispiel. Ja? Und zwar wollen wir mal Folgendes annehmen. Wir haben eine bestimmte Anzahl von Einsen auf dem Band. So, zum Beispiel drei Einsen. Ne? Und die Turing-Maschine soll Folgendes machen. Sie soll die gegebene Anzahl von Einsen verdoppeln. Ja? Also wir haben unseren Pfeil hier draufstehen. Wir haben jetzt hier Einsen auf dem Band und die soll die gegebene Anzahl von Einsen verdoppeln. Also das Ziel wäre, ich mache das hier mal in Rot hin, insgesamt sechs Einsen auf dem Band zu haben. Machen wir es wieder weg. Na, ach so. So, also das ist unser Ziel. Ja, jetzt bauen wir mal ein Turing-Programm und ich mache vielleicht auch jetzt zwischendurch ein paar kleinere Fehler, die wir dann später korrigieren, aber es macht keinen Sinn, sie vorwegzunehmen, sondern wir gucken mal, wir tasten uns mal an das Problem ran und am Schluss hoffen wir, dass wir ein richtiges, korrektes Turing-Programm haben. So, wir befinden uns also in einem Zustand Z0. So, und in Z0 lesen wir die Zeichen auf dem Band. Und uns interessieren ja eigentlich nur die Einsen. Vielleicht noch als Bemerkung hier diese Leerstellen, die nennen wir mal Blanks oder Leerzeichen. Die können wir auch formulieren. Die werden wir dann später einfach als so ein kleines Kästchen betrachten. Ne? Okay. Also, wir befinden uns in einem Zustand und den können wir jetzt mal Z0 nennen. So. Wenn wir jetzt in dem Zustand eine 1 lesen, ja, schreiben wir mal so hin, Z0, und wir lesen eine 1. Was wollen wir dann machen? So. Wir sollen ja die Zahlen der Einsen verdoppeln. Also anders formuliert, jede einzelne 1 nochmal ans Ende schreiben. Also wir könnten jetzt folgende Strategie haben. Wir nehmen uns eine 1, gehen ans Ende, schreiben sie hin, gehen wieder zurück, lesen die nächste 1, gehen ans Ende, schreiben sie hin, gehen zurück, lesen die nächste 1 und so weiter, bis wir bei der letzten 1 des Eingabewortes angekommen sind. So. Also, wir haben jetzt hier die Z0 und die 1 gelesen. Was machen wir?
Wir wollen die 1 ja nicht weglöschen, ja, sondern wir schreiben sie jetzt mal wieder hin. Wir schreiben die 1 hin. Oder, ja, Moment. Wir schreiben die 1 hin. Wir sagen zunächst mal, in welchen Zustand wir gehen wollen. Wir bleiben mal im selben Zustand. Müssen wir mal später gucken, ob das so passt, ja. Wir bleiben mal im selben Zustand, Z0, schreiben die 1 und gehen 1 nach rechts. Und dieses R hier hinten bedeutet jetzt einfach, wir gehen nach rechts, okay? Das heißt, wir stehen jetzt hier. Und unser Auftrag momentan ist ja, die erste 1 hier hinten ans Ende zu schreiben. Das heißt, wir müssen jetzt weiter über die anderen Einsen drüber hinweglaufen. Das machen wir jetzt schon automatisch. Also wir sind in Z0, waren in Z0, haben eine 1 gelesen, bleiben in Z0, schreiben die 1 und gehen 1 nach rechts. Und jetzt sind wir wieder in Z0. Also ich schreibe den Zustand jetzt mal hier oben hin, in dem wir sind, damit wir uns das merken. Wir sind in Z0, lesen eine 1, also bleiben wir in Z0, schreiben die 1 und gehen 1 nach rechts. So, und erneut, wir sind in Z0, lesen die 1, wir bleiben Z0, schreiben die 1 und gehen 1 nach rechts. Jetzt kommen wir hier in eine neue Situation. Jetzt sind wir nämlich in Z0 und lesen ein Leerzeichen oder ein Blank. Was machen wir? Unser Auftrag war ja, das haben wir uns gemerkt, wir wollen die 1 ans Ende schreiben. Jetzt sind wir am Ende angekommen. Wir sind über alle Einser hinweggelaufen, sind am Ende angekommen, also schreiben wir jetzt hier eine 1 hin, ne? Anstelle dieses Leerzeichens hier schreiben wir die 1. Und was müssen wir jetzt machen? Wir müssen zurücklaufen, ne? Wir müssen zurücklaufen an den Anfang des Worts. Nicht an den Anfang, sondern zur nächsten 1. Wir müssen gucken, gibt es noch eine weitere 1, die wir kopieren müssen. Also wechseln wir vielleicht den Zustand in Z1, schreiben die 1 und gehen nach links. Wir müssen jetzt wieder zurücklaufen. Wir müssen die nächste 1 lesen, wenn man so will. So. Sind wir in Z1? Wir müssen ja bis hierhin, um. Also, wir wissen jetzt, dass wir hierhin müssen. Das soll natürlich später für alle möglichen Eingabewörter funktionieren. Also für alle möglichen Einser-Anzahlen. Aber wir wissen jetzt am Beispiel, wir müssen hierhin. Das heißt, wir müssen jetzt die anderen Einser zwischendrin wieder überlaufen, ne? Also Z1, wenn ich in Z1 eine 1 lese, dann bleibe ich mal in Z1, schreibe die 1 und gehe nach links. Jetzt haben wir allerdings ein gewisses Problem. Wenn ich jetzt in Z1 bin und eine 1 lese, dann lese ich ja immer die 1, schreibe die 1, gehe 1 nach links, lese die 1, bin in Z1, bleibe in Z1, schreibe die 1 und gehe 1 nach links und so weiter. Ich überlaufe jetzt wieder alle Einser nach links. Ne? Das will ich ja aber eigentlich gar nicht. Ich will, irgendwie muss ich mir merken, dass ich nur bis hierhin laufe. Was könnte man machen? Man könnte hier markieren, dass man diese 1 bereits kopiert hat. Was kann man machen? Man könnte hier gleich im ersten Zustand, in Z0, wenn ich die 1 lese und nach rechts laufe, könnte ich hier einen Strich drüber machen. Ja, ich könnte ein neues Zeichen schreiben. Da war mal eine 1, diese 1 habe ich schon gelesen. Da schreibe ich so einen Strich drüber. Ich habe beliebig viele Zeichen zur Verfügung, okay? Ich kann mein Alphabet, das ich hier oben verwende, beliebig erweitern. Aber immer nur mit endlich vielen Zeichen. Ja? Also aufgepasst, ich habe nur endlich viele Zeichen zur Verfügung, aber ich kann noch 1, 2 weitere oder 3 hinzunehmen, je nachdem, wie viel ich brauche. Ne? So, also, gehen wir nochmal von Anfang los. Ich bin in Z0, lese am Anfang die 1. Ich schreibe eine 1 quer und gehe 1 nach rechts. Da will ich jetzt aber keine 1 quer draus machen, ne, sondern ich sollte jetzt hier den Zustand wechseln. Okay. Passt mal auf, wir machen das nochmal. So. Also, am Anfang bin ich in Z0, lese nur eine normale 1 ohne Querstrich. Machen wir es mal weg. Lese eine 1, ich gehe nach Z1, schreibe 1 quer und gehe nach rechts. Also ich schreibe hier 1 quer drauf, gehe nach rechts, Anfangszustand herstellen, so.
Gehe nach rechts und wechsle in Z1. Z1 soll mein Zustand sein, alle Einser zu überschreiten, die ich lese. Also Z1 ist mein Gehe über alle Einser hinweg Zustand. So. Wenn ich in Z1 bin und ein Leerzeichen lese, dann schreibe ich eine 1. Wechsle in den Zustand Z2 und gehe nach links. Also ich bin über alle Einser hinweggeschritten, aufs Leerzeichen gekommen, schreibe eine 1 und gehe 1 nach links. So. Ja, in Z2 muss ich jetzt was tun? Ich muss so lange nach links laufen, über die Einser hinweg, ne? Ich bleibe in Z2, lese eine 1, schreibe wieder eine 1, gehe nach links, bis ich zu einem 1 quer komme. Das war ja die letzte kopierte 1. So. Also, ich bin in Z2, lese eine 1, schreibe die 1, gehe nach links, bin in Z2, lese die 1, schreibe eine 1, gehe nach links und jetzt lese ich dieses Zeichen hier. So. Was muss ich tun, wenn ich in Z2 eine 1 quer lese? Dann muss ich ja 1 nach rechts gehen und wieder von vorne anfangen, diese 1 kopieren. Also eigentlich würde es doch genügen jetzt, wenn ich in Z2 bin und diese 1 querlese, 1 nach rechts zu gehen, in Z0 zu wechseln und dann von vorne wieder zu beginnen. Ja, und die 1 quer zur 1 zu machen. Ja? Wir wollen ja am Schluss die 1 quer da nicht stehen haben, ja, sondern wir wollen ja da wieder die 1 haben, wir wollen ja die doppelte Anzahl von Einsen stehen haben und da sollen keine 1 quer Elemente mit drin sein. So, das heißt, wir sollten hier die 1 quer wieder wegmachen. Also Z2, ich bin in Z2, lese 1 quer, ich gehe in Z0, schreibe eine 1 und gehe 1 nach rechts. So. Ich schreibe die 1, gehe in Z0 und 1 nach rechts. So. Jetzt bin ich wieder hier mit Z0, lese die 1, schreibe 1 quer und gehe, wechsle in Z1 und gehe 1 nach rechts. Jetzt gehe ich mit Z1 über alle Einser rüber, wunderbar, ja. Schreibe die 1 hier hinten hin, wechsle in Z2, achso, und gehe 1 nach links wieder, ne? Also ich habe jetzt am Ende die 1 geschrieben, wechsle in Z2 und gehe 1 nach links. So. Jetzt gehe ich mit Z2 wieder zurück über alle Einser mit dieser Regel hier, ne? Z2 überschreitet alle Einser nach links, bis ich auf 1 quer stoße. Ich mache 1 quer zur 1. So. Gehe 1 nach rechts, wechsle in Z0. So, und dann fange ich wieder von vorne an. Z0 macht hier wieder die 1 quer drüber, wechselt in Z1. Ich gehe mit Z1 hier rüber. Ja, machen wir hier mal die 1 quer hin. Ich gehe mit Z1 wieder nach rechts, über alle Einser weg, schreibe hinten die 1. Wechsle in Z2, gehe nach links bis zur 1 quer. So, was passiert jetzt, wenn ich jetzt hier bin? Hier müsste ich jetzt ja entsprechend, weil ich mit Z2 wieder nach links gelaufen bin, die 1 quer zu 1 machen, 1 nach rechts gehen und in Z0 wechseln. Was bedeuten würde, Moment, ich bin jetzt hier in Z2, ne? Lese 1 quer, wechsle in Z0, schreibe die 1 und gehe 1 nach rechts. Also ich würde jetzt hier hingehen und wäre mit Z0 1, könnte ich jetzt diese Regel hier anwenden und würde wieder anfangen, einen Querstrich zu machen und nach rechts zu laufen, zu kopieren. Das will ich aber gar nicht, denn ihr erinnert euch, hier war meine Grenze, ich hatte nur 3 Einser auf dem Band. Das heißt,
Eigentlich müsste ich jetzt, wenn ich nach rechts laufe, feststellen, dass das bereits eine kopierte 1 war und keine vom Ursprungswort. Wie können wir das Problem lösen? Wir könnten das Problem beispielsweise dadurch lösen, dass wir hier hinten keine 1er hinschreiben, sondern irgendwas anderes, eins mit einem Punkt drüber, ne? Also, wenn wir in Z1 sind und ein Leerzeichen lesen, dann gehen wir in Z2, schreiben ein 1 Punkt und gehen nach links. Also, wenn ich jetzt hier hinten eine 1 geschrieben habe, schreibe ich also ein 1 Punkt und gehe nach links. Jetzt muss ich mit Z2 weiter nach links laufen und zwar nicht nur über die 1er rüber, sondern auch über 1 Punkt rüber. Also Z2, 1 Punkt, muss ich das gleiche machen. Ich bleibe in Z2, schreibe 1 Punkt und gehe nach links. Genauso muss ich aber auch hier mit Z1, wenn ich eine 1 Punkt lese, einfach weiter nach rechts gehen. 1 Punkt schreiben, ja, und im Zustand verbleiben, weil ich ja ganz ins Ende muss. Also, mit Z1 muss ich nach rechts laufen, alle 1er und 1 Punkte überlaufen bis ans Ende und 1 Punkt schreiben. Mit Z2 muss ich nach links laufen, alle 1 Punkte und alle 1er überschreiten, bis ich zu 1 quer komme. Okay? So. Jetzt bin ich an der Stelle, wo ich jetzt 1 quer lese. Ich gehe, schreibe die 1. Das können wir so belassen. Und gehe 1 nach rechts und lese jetzt und gehe in Z0. Ja? So. Und lese jetzt 1, 1 Punkt. Diese Regel haben wir noch nicht. Z0, 1 Punkt. Was machen wir da? Wir wollen ja diesen Punkt wieder loswerden. Jetzt können wir doch Folgendes machen, wenn wir in Z0 sind und 1 Punkt lesen, dann bleiben wir einfach in Z0, schreiben 1 und gehen nach rechts. Oder? So. Wir schreiben 1 und gehen nach rechts. Jetzt sind wir weiter in Z0, lesen 1 Punkt, schreiben 1 und gehen nach rechts und so weiter und so weiter. So, bis wir hier hinten ankommen. Und jetzt lesen wir ein Leerzeichen. In Z0 haben wir bislang noch kein Leerzeichen gelesen. Was können wir machen? Wir könnten beispielsweise Folgendes tun: Z0 und Leerzeichen, das machen wir. Da gehen wir in Endzustand ZE und schreiben ein Leerzeichen und bleiben an der Stelle. H für halte die, oder machen wir nicht H, gucken wir mal. Da gibt es unterschiedliche Konventionen, nehmen wir mal N für nix, ne? Mache nix. So, bleib einfach an der Stelle stehen. So, Endzustand brauchen wir an der Stelle, weil wir die Turing-Maschine mal so definieren, dass man Endzustände braucht. Also im Endzustand bleibt die Turing-Maschine stehen. Ja? So. Rekapitulieren wir nochmal, was wir gemacht, was wir jetzt machen und wie das Programm jetzt funktioniert. Wir haben einen Zustand Z0, mit dem wir eine 1 zu einem, eine 1 quer machen und den Kopiervorgang starten. Mit Z1 gehen wir nach rechts über alle ursprünglichen und bereits kopierten Einsen rüber und schreiben dann ans Ende eine 1, also kopieren die 1. Wechseln in Z2. Z2 macht nichts anderes, als über alle kopierten Einser, 1 Punkt und ursprünglichen Einser rüber zu laufen, bis zu 1 quer. Dann 1 quer zu machen, wieder zu einer 1 und nach rechts zu laufen und wieder in Z0 zu wechseln, um die nächste 1 zu kopieren. Wenn alle Einser kopiert sind, landet Z0 bei der ersten kopierten 1, 1 Punkt. Und dann ist Z0 auf einmal unser Zustand, der Folgendes macht. Er macht alle 1 Punkte zu Einsern. So. Wenn man jetzt noch möchte, dass der Zeiger am Ende des Programms wieder auf dem ersten Zeichen des Ausgabeworts steht. Ja, das könnte man machen. Dann könnte man jetzt hier an dieser Stelle sagen, okay, lauf bitte nach links, bis du wieder an den Anfang kommst. Ne? Also wir könnten auch sagen, wenn wir jetzt hier wirklich nochmal an den Anfang laufen wollen, ist das vielleicht nicht unbedingt zwingend notwendig, aber schicker. Ja? Wenn ich jetzt hier Z0 und ein Leerzeichen lese, dann gehe in Z3. Schreibe ein Leerzeichen und gehe nach links. So,
Und Z3 überläuft einfach alle Einser. Ja, Z3 geht über alle Einser weg. Bis an den Anfang. So. Na, wir gehen in Z3 bis an den Anfang. Und wenn Z3 ein Leerzeichen liest, dann gehe in den Endzustand, schreibe ein Leerzeichen und gehe eins nach rechts. So. Damit hätten wir erreicht, dass auch am Ende der Zeiger wieder auf dem ersten Zeichen des Ausgabeworts steht, so ähnlich wie beim Eingabewort. Also, wir haben jetzt am Schluss nochmal Z3 hinzugefügt, der uns wieder in den Anfang zurückbringt. Das ist eine Möglichkeit. Es gibt beliebig viele andere Programme, die dieses Problem lösen. Vielleicht gibt es auch noch schickere und einfachere und so weiter. Aber wir haben uns jetzt ja sozusagen mit den Problemen, die dabei auftauchen, an eine Lösung herangetastet, die funktioniert. Vielleicht gucken wir nochmal, ob es so funktioniert. Wir müssten bei sowas auch immer ganz gern, also sollten wir eigentlich die Grenzfälle mal untersuchen. Ne? Wie beispielsweise, was passiert denn, wenn gar nichts auf dem Band steht? Ne? Keine 1. 0 Einser stehen da. 0 Einser verdoppelt sind wieder 0. Ne? Da darf ja nichts passieren. Schau mal, was passiert. Wir sind am Anfang in Z0. So, lesen aber keine 1. Gibt es einen Zustand, den wir gebrauchen können? Ja, hier unten. Z0, Leerzeichen. Geht in Z3, Leerzeichen, 1 nach links. So. Jetzt sind wir in Z3, lesen ein Leerzeichen und dann gehen wir in den Endzustand, schreiben ein Leerzeichen und gehen 1 nach rechts. Das funktioniert also auch. Ja, dann sind wir wieder da, wo wir am Anfang waren. Wo waren das hier, glaube ich, ne? Und sind in ZE und gehen, sind 1 nach rechts gegangen und wir haben nichts geschrieben. Also selbst für diesen Grenzfall funktioniert es. Ne? Schauen wir mal, was passiert, wenn wir nur eine 1 haben als Eingabewort. Also sollte man schon mal ein bisschen rumspielen, um zu gucken, ob es funktioniert. Z0, eine 1. Machen wir 1 quer draus, gehen in Z1 über und 1 nach rechts. So. Jetzt sind wir in Z1, lesen ein Leerzeichen, dann gehen wir in Z2 über, schreiben eine 1, Punkt und gehen 1 nach links. Sind jetzt in Z2. Jetzt lesen wir Z2 1 quer. Wir gehen in Z0 über, schreiben eine 1 und gehen nach rechts. Jetzt sind wir in Z0, lesen eine 1, Punkt, schreiben eine 1, bleiben in Z0 und gehen nach rechts. So. Jetzt sind wir in Z0, lesen ein Leerzeichen, gehen in Z3, schreiben ein Leerzeichen nach links. Okay, mit Z3 laufen wir über alle Einser rüber, bis wir das Leerzeichen lesen. Am Schluss gehen wir noch einmal nach rechts und gehen in den Endzustand. Funktioniert also auch. Ja. Für solche Lösungen können relativ kompliziert und komplex werden. Insofern ist es vielleicht auch ein gewisser Service für den Leser das Ganze zu kommentieren, so ähnlich wie bei Programmen, die man schreibt in der Programmiersprache, ja, dass man das auch kommentiert. Also hier, dass man zum Beispiel hier hinschreibt bei Z2 nach links laufen bis zur 1 quer. So. Und hier bei Z1 vielleicht hinschreiben, nach rechts ans Ende laufen. Ne? Und so weiter. Also, dass man einfach so ein paar Zeilen zusammenfasst und sauber strukturiert aufschreibt und kommentiert, dass man später auch gescheit lesen kann. So, das wäre ein Turing-Programm, um eine gegebene Anzahl von Einsen zu verdoppeln. Ja, und ja, die Behauptung steht jetzt im Raum, dass dieses Berechnungsmodell der Turing-Maschine so mächtig ist, dass man alle diejenigen Funktionen berechnen kann, von denen man auch annimmt, dass es tatsächlich auch berechenbare Funktionen sind. Und ja, wie man sieht, ist es relativ einfach gestrickt. Ja, man hat ein Band, da kann man Zeichen draufschreiben, also
immer jedem Schritt ein Zeichen lesen, ein Zeichen schreiben, den Zustand wechseln und nach links gehen, nach rechts gehen oder die Position halten. Und da das so einfach ist, ja, also das Schöne ist, es ist ein einfaches Modell und man kann alle berechenbaren Funktionen damit berechnen. Das heißt, ich kann mit möglichst wenig alles machen. Und das hilft einem beispielsweise bei mathematischen Beweisen, ja, weil man nicht mit komplexen Strukturen etwas beweisen muss, sondern man hat eine einfache Struktur, hat aber eine maximale Mächtigkeit. Ja, das ist das Schöne an Turing-Maschinen und deswegen befasst man sich in der theoretischen Informatik damit und deswegen werden wir uns jetzt auch in der nächsten Zeit weiterhin damit befassen.